liebe Leute, ihr habt euch das Thema Vorfahrt gewünscht und dem sind wir nachgekommen und wir haben uns entschieden, das Thema Vorfahrt runterzubrechen auf das Rechts vor Links. Und damit wollen wir beginnen. Damit beginnen wir auch immer in der Theorie, damit beginnen wir in der Praxis. Und wann wir dieses Rechts vor Links verwenden müssen, sehen wir hier anhand dieser Skizze. Und zwar immer dann, wenn wir eine Kreuzung oder eine Einmündung haben, wo wir keine Verkehrsampeln haben oder keine Schilder. Eine nackige Kreuzung demnach. Und da müssen wir dann rechts vor links anwenden. Ist relativ simpel, wenn man es einmal verstanden hat. Und zwar brauchen wir zwei Verkehrsteilnehmer. Egal, ob das ein Fahrradfahrer ist oder ob das eine Kutsche ist oder ob du in unserem Fahrschulauto bist. Da sind alle gleichberechtigt. Und bei dem Thema rechts vor links kommt es nicht darauf an, wo ich hinfahren möchte, sondern es kommt nur darauf an, woher ein Fahrzeug kommt. In dem Fall kommt der blaue Wagen von der rechten Seite, bedeutet, der hat Vorfahrt. Und dabei spielt es keine Rolle, ob er nach rechts abbiegen möchte, ob er geradeaus fahren möchte oder aber auch, ob er links abbiegen möchte. Wir in unserem grünen Fahrzeug in dem Fall müssen immer warten. Wir fahren langsam heran, erkennen die Situation, sehen, da kommt ein Auto raus, warten so lange, bis das blaue Auto vorbeigefahren ist, gucken erneut in die Straße rein, wenn dann frei ist, dürfen wir fahren. Und um euch das noch ein bisschen zu verdeutlichen, wollen wir euch das in der Praxis zeigen. Wir werden euch live mitnehmen und dafür habe ich jemanden an meiner Seite, das wird der Ingmar sein. Den stelle ich euch jetzt eben kurz oben auf dem Parkplatz vor. Also kommt mit! Gut, ja, also wir zeigen euch jetzt noch ein paar Beispiele, wie das in der Praxis aussieht mit einem Schüler dabei. Wir leiten den jungen Mann dabei an, wie wir an die Rechts- und Links-Situation heranfahren, was wir zu beachten haben und gucken mal, welche Überraschungen da auf uns warten. Und ja, gib mir mal eben kurz deine Diagrammkarte, weil passt jetzt heute auch ganz gut. Ja. Denn wir wollten jetzt hier zuletzt, haben wir noch gesagt, wir wollen das Abbiegen noch ein bisschen intensivieren, rechts abbiegen, links abbiegen. Und als zweites Ziel dabei auf der Karte nehmen wir uns dann das rechts vor links. Das haben wir ja schon angefangen. Ja, aber wir haben ja schon Striche drin, haben wir schon angefangen. Wo wir natürlich in der einen oder anderen Situation dann versuchen, eben auch abzuarbeiten. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade dabei. Wir werden erstmal langsam anfangen, also Situationen mit reinnehmen, wo du die rechts vor links gut erkennst. Es gibt auch genauso viele Situationen, die kann man nicht so gut erkennen. Mhm. Da werden wir nach und nach, wenn wir uns daran herantasten. Erstmal wird es relativ simpel sein. Wirst du auch alleine erkennen, nichtsdestotrotz helfe ich dir dann noch ein bisschen dabei. Und je mehr wir fahren, desto weniger Hilfe kriegst du, das kennst du. Ja. Ne? Alles klar. Gut. So, dann Karte nehme ich mit rein, das nimmst du hinten rein, dann fahren wir los. Ne? Du hast ja die 30er-Zone, ne? Die 30er-Zone ist prädestiniert dafür, dass wir rechts vor links auf uns zukommen haben. Du musst jetzt erstmal gleich erkennen, dass überhaupt eine Straße kommt von rechts. Ne? Hier brauchen wir nicht vorverdachten, weil wir von rechts kommen. Also da einfach durchfahren. So, da vorne siehst du jetzt schon die Straße, oder? Mhm. Ja. Also, was machen wir? Bremsen. Ja, schon mal Gas wegnehmen, ne? Bremsbereit sein. Mit dem linken Fuß über die Kupplung gehen, falls einer rauskommt, kannst du direkt anhalten. Ja, so weit vorfahren, bis du auch wirklich durch die Straße durchgucken kannst. Also die Entscheidung nicht zu früh treffen, dass da keiner rauskommt. Manchmal ist das zu früh. So, da vorne haben wir dann wieder rechts vor links. Ja? Also Gas wegnehmen, dann leicht anbremsen. Linker Fuß geht über die Kupplung, falls wir so brauchen. Noch ein bisschen langsamer werden. Da reinschauen, kommt keiner, dann kannst du weiterfahren. Ne? So, man hat immer das Gefühl, dass man vielleicht schon vor der Straße steht. Mhm. Aber man müsste dann trotzdem noch anhalten, wenn einer rauskommt. Mhm. Muss also dementsprechend die Geschwindigkeit wählen, dass du auch anhalten könntest. Ne? Wir biegen danach links ab. Ein bisschen mehr zu tun. Erstmal rechts vor links zu achten. Jetzt würde ich schon die Kupplung reintreten, weil wir hier noch langsamer sind, weil es noch unübersichtlicher ist. Nee, nee, hast auch nicht reingucken können. Also reingucken ja, aber nicht durchgucken können. Boah, das ist ja unfassbar. Wie soll man denn da reingucken können? Ja, so ersten Gang brauchen wir, um gleich weiterzufahren. So, und jetzt kannst du da durchgucken, ne? Ja. Trotzdem könnte noch jemand an dir vorbeifahren, ist kein Problem. Ja. So, wenn dann rechts keiner kommt, dann fahren wir halt, wenn von vorne auch keiner kommt, Verkehrsbeobachtung und dann biegen wir ab. So, aber auch wo 50 gefahren wird, kann rechts von links auf dich warten. Ja. Dann hast du meistens hier dieses Schild. Das ist sehr unübersichtlich hier. Da würdest du auch schnell dran vorbeifahren. Deshalb hast du hier dieses Verkehrszeichen, Achtung, unübersichtliche Straßenstelle mit Vorfahrt von rechts. Mhm. So, also dann direkt wieder Gas geben, 50 km/h haben wir dann hier.
Also nicht nur in 30er-Zonen haben wir rechts vor links kann überall auf dich warten. Ne? Also wir fahren jetzt hier einfach mal eine Straße entlang, wo relativ viel auf uns zukommt und auch unterschiedliches. Wir haben jetzt hier, sehen wir zwar das Schild Einbahnstraße, aber nichtsdestotrotz dürfen da auch Fahrradfahrer rauskommen. Das heißt, auch hier müssen wir auf Fahrradfahrer aufpassen. Da müssen wir halt unterscheiden. Kommen da Fahrradfahrer raus, ja oder nein? Entweder kann ich durchfahren oder ich muss rechts vor links auch da bei Fahrradfahrern achten. Ach guck mal, an Fahrradfahrer denke ich da an solchen Stellen fast gar nicht. Denkst du nicht? Nö, ich fahre, wenn ich Einbahnstraße sehe, ist ja so der normal häufig, dass die Leute dann immer durchfahren einfach. Ja, das ist siehst du oft. Ich meine, für Fahrrad, wir haben noch nicht so viele Fahrradfahrer, aber es wird immer fahrradfreundlicher hier die Stadt, Wuppertal. Und von daher ja, müssen wir darauf achten, ob eben Fahrradfahrer rauskommen. So, hier haben wir eine sehr, sehr schwer einsehbare Straße. Da müssen wir also relativ langsam heranfahren. Direkt hinterher die nächste, da kann man ein bisschen besser sehen, da kann man etwas flüssiger heranfahren. Sprich also, je weniger man von der Straße einsehen kann, desto langsamer müssen wir fahren. Und welchen Gang wir nehmen, das werdet ihr durch Übung halt erfahren, entscheidet oder hängt davon ab, wie schnell wir halt unterwegs sind. Also hier haben wir direkt die nächste Situation, ist recht spannend, weil wir erstmal auf die Fußgänger achten. Da kommt vorne ein Mädel, müssen wir schauen, ob sie rübergehen möchte oder nicht. Nicht, dass der Fokus schon zu weit nach vorne gelegt wird, auf das rechts vor links und dann der Zebrastreifen verpasst wird. Gut, dann nach der rechts vor links direkt die nächste Situation, sogar mit Fußgänger am Zebrastreifen. Also das wäre halt schon wichtig, dass wir alle Situationen sehen dabei. Wichtig ist halt auch, dass wir nicht zu früh uns entscheiden, dass da keiner rauskommt. Ja, das ist dann nämlich die nächste große Baustelle, dass man nur an die Straße ranguckt oder von mir aus auch in die Straße reinguckt, aber nicht durch die Straße durchgucken kann. Da ist ein kleiner Unterschied in der Formulierung, aber auch in der Ausführung. Also ich kann in eine Straße reingucken und wenig sehen oder ich gucke halt durch und kann dann, nur dann kann ich die Entscheidung treffen, ob ich jetzt fahre oder nicht. Ich zeige euch das jetzt hier noch einmal. Wir biegen jetzt einfach mal nach links ab und ich gucke jetzt da schon in die Straße rein. Ja, kannst ruhig mal drauf zeigen mit der Kamera. So, ich gucke jetzt schon in die Straße rein und ich sehe ja, da kommt nichts. Aber wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter vorfahre, in der Zeit könnte ja ein Auto auch diesen gleichen Weg zurücklegen. Jetzt kann ich erst in die Straße halt wirklich reingucken. Ja, oder also durchgucken. Jetzt kann ich erst wirklich durch die Straße durchgucken. Und das ist die Situation, wo ich entscheiden kann, ich fahre oder ich fahre nicht. Ja. Ich fahre nochmal ein Stückchen zurück, ist gerade Platz hinter uns, damit wir uns das nochmal anschauen. So, und zwar, wenn wir jetzt hier schon, wenn wir so früh gucken, wenn wir so früh in die Straße reingucken, wir können da zu dem bläulichen Auto schauen. Ja. Wir können da zu dem bläulichen Auto, blauen Auto schauen. Aber das ist jetzt gar nicht eine ganz gute Situation gewesen, wo das Auto hier rausgekommen ist mit einer Geschwindigkeit, die ganz normal ist. Und wenn ich hier schon entschieden hätte, durchzufahren, hätte ich die Vorfahrt verletzt. Deshalb muss ich also auf einen Winkel fahren oder auf eine Position fahren, wo ich eben sehen kann, durch die Straße durchgucken kann, um mich dann zu entscheiden, alles klar, ich biege ab. Von links kommen, aber wir müssen schauen, ob einer von rechts kommt. So, und das ist halt manchmal nicht sehr einfach zu sehen. Jetzt, also man kann die parkenden Autos sehen und jemanden, der uns hier vorfährt. Das ist natürlich nicht für so ein Video. Starker Typ. Ah, mega.